Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal unterwegs und zwar in Südamerika auf unserer Estancia La Pacha sind wir unterwegs. Wir sind bereits in Folge 18, fangen gerade wieder an, mal ein, zwei Völkchen, ja, Gnuschel, Faselaber, ein, zwei Folgen aufzunehmen und ja, als erstes schmeißt man natürlich das gute Stück hier an, damit er gemütlich weiterarbeiten kann. Ich springe jetzt hier mal wagemutig raus. Mach mein Laufen schon mal ein bisschen auf schneller. Und dann gucken wir mal, was wir noch so Schönes haben. Ich glaube, wir waren hier noch ein bisschen am Holzgeschichten machen. So, der macht, ja, da sehen wir, also die Bienenkastenproduktion läuft wieder, weil wir das Holz aus dem Weg geräumt haben. Dann haben wir alles schön hier hingeschmissen. Unsere Palettenproduktion läuft auch, das ist auch gut. So, was haben wir noch Schönes? Ja, hier kann logischerweise nichts laufen. Hier sind Paletten noch an Bord. Wasser ist auch noch da. Was hier fehlt, ist dann Weizen und Gerste. Aber dank unserer Felder kriegen wir momentan, ja, Gerste rein, aber Weizen irgendwie nicht. Raps machen wir jetzt ja gerade. So, ja, sorry für das Geräuspere, falsche Taste gedrückt, auch schön. Ja, wie sieht's aus bei den Mods? Ich muss mal gucken, ob ich das schon gemacht habe, was ich machen wollte. Ja, also da seht ihr zum Beispiel, ich habe noch neue Mods reingenommen. Ob wir die benötigen werden, machen, wie auch immer, kann ich so nicht sagen. Wir müssen uns das Ganze mal angucken. Wenn wir irgendwo Schwierigkeiten haben, würde ich mal sagen. Weil ich habe hier verschiedene Fermenter-Silos. Es wurde mal in einem Video gesagt, du kannst ja auch Fermenter-Silos setzen. War nicht für diese Karte hier gedacht, sondern für die Cornbelt, glaube ich. Da habe ich mich mal um eine schöne Mod bemüht. Das ist von den gleichen Jungs, die auch die Kaffeerösterei und die Donut-Geschichte gemacht haben. Und die haben verschiedene Fermenter-Silos gemacht. Nämlich einmal klar, ne? Man kann, ne, da seht ihr, was man reinspeisen kann: Hackschnitzel, Rüben, Heu, ne? Stroh, was auch immer. Und kriegt Silage raus. Oder man kann Silage und Gärreste rauskriegen. Oder man kriegt Silage und Dünger raus. Oder man kann Silage und Biotreibstoffe produzieren. Oder man kriegt Silage raus und Flüssigdünger. Das ist alles machbar. Das, was hier am Schluss noch zu sehen ist, das ist eine Produktion von Mist. Ne? Also das sind so die Varianten, was jetzt so extra gesetzt worden ist. Ob wir darauf zurückgreifen oder sowas, weiß ich nicht. Das hängt damit zusammen, ob wir irgendwann mal derbe Notpässe haben oder sowas oder ob irgendwas als Zusatzproduktion zu aufwendig ist, um andere Sachen am Leben zu erhalten, sage ich mal so. Deswegen habe ich das sozusagen als Notlösung da mal reingenommen. Kommt wahrscheinlich aber eher in anderen Sachen zum Tragen, in anderen Bereichen. So. Ja, hier wurde schon der erste Honig produziert, wie ihr seht. So schnell geht's. Da hatten wir ein so ein ganz kleines Teil dahin gebaut. Da nämlich so ein Rahmen hier. Ich werde den jetzt einfach mal nehmen, rüberbringen und einfach mal in das nächste Häuschen reinsetzen. Wow, was ist hier denn los? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Nie schnell laufen, wenn man irgendwas in die Hand nehmen will. Fatal. So, wir latschen hier mal gemütlich rüber. Schmeißen den Spaß hier mal in das Häuschen daneben, weil die Produktion scheint ja schon zu laufen, sobald man auch nur einen so einen kleinen Rahmen da reingeschmissen hat. Deswegen bin ich dafür, dass wir erstmal überall nur einfach einen einzelnen Rahmen reinmachen. So. Und damit die Produktion dann anspringt. Ne? Die können wir nachher schön mit Paletten hier wegholen. Die Honigmilch. Wir brauchen immer knapp 100 Honig für 1000 Liter Milch und kriegen dann halt grob das zusammengezählt an Honigmilch daraus. Und die Honigmilch, wenn wir jetzt hier auf unserer schlauen Liste gucken, wenn wir die normale Milch nehmen, die liegt ja so bei 1200, glaube ich, hier so. Da, 1200. Die Honigmilchgeschichte, die finden wir gar nicht wieder. Doch, die muss hier hinten irgendwo sein. Da. Honigmilch, ne, ist bei 2500 und steigen. Also ich würde sagen, durchaus eine lohnenswerte Geschichte, das zu machen.
Nachteil, Transportaufwand ist ziemlich hoch, weil dafür ist dieser kleine Bienen-Tankwagen da hinten gewesen, der fasst in Anführungsstrichen nur 7300 Liter. Aber es lässt sich halt woanders nicht mehr transportieren. Das ist der Knackpunkt. So, gut. Wo sind wir noch bei? Was wollten wir noch machen? Das haben wir gemacht. Holz ist hier schon ordentlich was drin. Paletten sind in Arbeit. Holzreserven haben wir hier liegen. Der Spaß hier ist in Arbeit. Wenn wir hier gucken, ja, da brauchen wir nur immer so alle, wenn so 15 bis 20% fehlen, nehmen wir einen so einen Holzscheit und schmeißen ihn hinterher und dann läuft das Ganze wieder. Das ist es im Prinzip auch schon. Oh, 80% vollen Korntank. Das ist ja in dem Sinne dann kein Problem. Welchen nehmen wir denn dafür einfach mal? Oh komm, wir nehmen einfach mal den hier. Fahren nochmal eine Runde rüber. Und tanken ihn dann auch direkt ab, ohne dass wir mit dem Wagen direkt, also dass wir mit der Erntemaschine direkt ranfahren können. Ja, Erntemaschinen hatte ich natürlich auch nochmal geguckt, auch andere Sachen, ne? Versuchte immer zu gucken, ob man noch irgendwo passende Mods findet. Und na, ich glaube, bis das voll ist, können wir vielleicht auch nochmal gucken. Erntemaschinen, da könnt ihr auch gerne mal in den Kommentarbereich zu so schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe hier noch welche rein, genau, nämlich hier der Case ist noch neu. Das ist sozusagen der Nachfolger oder der Vorgänger, sag ich mal so. Ne, 7400 Liter und die macht auch die üblichen Sachen, ist so Stufe größer wie er und wir haben hier noch so ein Mischteil zwischen auch noch so einen offenen Sitzer. Finanziell gesehen macht natürlich er hier und die beiden natürlich am meisten Sinn und nicht der John Deere. Aber wie gesagt, das ist ja nicht das Ding, da muss man einfach mal gucken, ne? Das ist natürlich die günstigste Variante, um was zu machen, muss ich mal so sagen, wie es ist. Mit dem U-Cutter, mal gucken, ob der. Schauen wir doch einfach mal. Warum ist der jetzt hier nicht mit zwischen? Aha, war wahrscheinlich in dem Paket drin. Muss ich dann nochmal gucken? Vielleicht ist es tatsächlich das Cutter-Teil hier tatsächlich noch eine extra Mod. Da müssen wir mal gucken, wie breit das Ganze dann wird. So, jetzt erstmal eine Runde hier abtanken. Ausfällt. Wow, okay. Wir fahren das gute Stück mal ein Stückchen dichter ran. Ja, das Feld hier wollen wir jetzt natürlich als nächstes dann unterarbeiten. Das heißt, also hier müssen wir dann mal eine Runde mit einem Grupper Flugsystem ran, sagen wir mal so. So, hat wunderbar geklappt. Fahren dazu mal hier mal ein bisschen weiter rüber. Fahren hier mal gleich an die Kante ran. So. Machen wieder aus. Latschen ein paar Meter zurück und steigen hier ein. Helfer raus, Lampen aus und dann fahren wir hier mal rüber. Dann würde ich sagen, dann holen wir uns als nächstes nämlich mal das Fahrzeug ran, was das gute Stückchen hier bedienen darf. So, dafür können wir am besten wahrscheinlich ihn hier nehmen. Und dafür brauchen wir dann das Stück, was wir draußen stehen haben, hier glaube ich irgendwo. Gucken mal, ich glaube, hier haben wir was hingestellt. Ja, da ist das gute Stück. Das brauchen wir dafür wohl. Ja, womit machen wir jetzt Geld, wenn wir keinen Weizen rankriegen jetzt bei dieser Saison? Ja, ist ganz simpel. Mein Gedanke ist, Dings zu nehmen. Ist ja der Coffee-Röster gewesen. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. So, er mit seinem Breitreifen sieht auch ziemlich breit aus, um es so auszudrücken, wie es ist. Da müssen wir natürlich darauf achten, dass der natürlich jetzt die Erntemaschine nicht einholt. Fahrbahn können wir aber machen lassen.
Stopp. Ich glaube, wir brauchen hier gar nicht. Ich glaube, wir könnten hier gleich theoretisch sofort sehen. Ich habe jetzt tausendmal in die falsche Richtung geklickt, schon klar. Doch, die Fitze muss gepflügt werden. Nee, nee, doch, das ist alles okay. Dann sind wir hier doch richtig. So. So, gleich mal gucken, ob es auch macht. Aber vorher latsche ich hier mal eine Runde rüber. Und mach das gute Stück hier wieder zu einem Arbeitstier und nicht zu einem Parkwunder. So. Dann dürfte hier bei der nächsten Ernte auch ein bisschen mehr rüberkommen. Ja, die nächste Ernte, die ich jetzt hier ansetze, ist überraschenderweise dann Weizen. Was einfach daran liegt, dass wir auf der anderen Seite Gerste machen und dass wir dann halt ein bisschen auch rankommen an den Spaß. Ne? Ich hüpfe noch mal raus. So, wir gucken jetzt mal zwischenzeitlich nach. Macht er das jetzt denn hier auch? Gilt das denn als gepflügt mit ihm jetzt oder nicht? Weil ich meinte, stand eigentlich dran. So, es hat ein Stückchen hier gemacht. Na, sieht aus, als wenn der Streifen. Weiß ich, wird der breiter? Geh mal ein Stückchen weiter zur Seite. Also, wir gucken nochmal in der Garage. War das schlaue Stück? Da. Tiefenlockerer. Das gilt eigentlich, kann als Alternative für die Bearbeitung mit einem Pflug dienen. Ja, das müsste aber eigentlich funktionieren. Der dreht da hinten jetzt nochmal. Dann können wir nochmal gucken, ob sich der Streifen dann ändert oder nicht, wenn er ein Stück losgefahren ist. Das sehen wir natürlich so nicht, weil wir erst aktualisieren müssen. Und das geht nur, wenn man kurz auf der Karte war. Man sieht immer den aktuellen Stand der Dinge dann nur. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe nichts weggehen. Ist schon komisch, oder? So ein bisschen. Was sagt ihr? Weil wenn es richtig funktioniert hätte, dann hätte er auch letztes Mal das Ganze ja machen können, weil gepflügt war es ja nicht, sondern nur gegrubbert. Aber irgendwie scheint er das nur zu grubbern und uns fehlt dann theoretisch gesehen Flug. Ich warte jetzt nochmal ein paar Meterchen hier ab, da müsste man nicht jetzt einen Knick sehen können hier, ob es jetzt annimmt oder nicht. Ah, doch, da seht ihr es, da. Siehst du, da ist der Knick, den wir auf den. Puh, ich dachte schon, wir müssen noch extra einen Flug anschaffen und sowas. Also, es funktioniert. Das ist schon mal das Wichtigste an der ganzen Geschichte. So, wir laufen nochmal auf die andere Straßenseite. Ich glaube, noch mal ein bisschen schneller. Mit der Motorsäge hinterm Auto her, natürlich nicht. So, was wollten wir jetzt hier noch machen? Wir brauchen hier Mist. Wir brauchen Samen, also Saatgut und. Da gibt es die Kaffeebohnen und hier gibt es Wasser. Ne, hier muss Wasser hin. Gut, das Wasser hin, das ist natürlich genau das, was wir mal erledigen könnten dann dafür. Gucken, ob das so funktioniert. Ich hatte hier noch einen schönen dicken Traktor stehen. Da haben wir noch schon. So, los geht's. Da dampft alles und sowas. Manche Sachen sind echt cool gemacht, muss ich sagen. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir jetzt unsere Kaffeegeschichte auf Lager kriegen. Ah, seht ihr, da ist auch schon eine angefangene Palette. Das heißt, ich sollte echt mal gucken, da wo wir so einen Ansatz kriegen. Da sollte ich sehen, dass ich damit loslege. Dass wir dann Honig rankriegen und mit unserer Milch dann halt mit Honigmilch gleich vielleicht die nächste halbwegs vernünftige Einnahmequelle noch haben. So.
Wow, er hat auch schon gut Sprit durchgejagt hier. Der Punkt ist, ob ich jetzt zur Tankstelle fahre übrigens oder unseren eigenen Sprit nehme, das ist ziemlich egal, die kosten beide gleich viel. Eins ist der Nachteil, ich kann, also das ist halt der Punkt auch, damit man halt nicht Sprit an der Tankstelle kauft und ihn dann wieder verkauft, weil man damit einen Gewinn macht. Ja? Deswegen ist das logischerweise so. So, wir haben hier vorne irgendwo unsere Wassergeschichte. Unsere extra genehmigte Eigenbrunnenaktion. Ja. Oh, okay. Kann nicht funktionieren, wenn ich hier selber das Fahrzeug hinten klaue. Ne? So simpel ist es. So, dann gucken wir nochmal, wie es bei den Tieren aussieht wegen der Mistgeschichte. Produzieren die denn schon irgendwas Witziges hier? Nee, Milch haben wir, Mist wenig. Okay. Okay. Ich weiß auch nicht, ob wir es mit der Schaufel anliefern können. Das ist noch eine andere Frage. Ja, aber wir sind auch leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Auch ein Abo wäre klasse, wenn ihr es noch nicht da gelassen habt. Genau wie natürlich auch ein Teilen. Ja, bedanke mich natürlich bei all denen, die mich schon die ganze Zeit unterstützen. Ja, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.